Willkommen meine liebe Leute zurück zu Let's Play Race Driver Grid 2, eigentlich nur noch Grid 2. Und wir werden dann mal gleich die ersten paar Rennen fahren. Ja, Autosave Warnung. Ab in die World Series. Okay, Straßenrüpel. Willkommen zurück. Verlieren wir keine Zeit. Fahr raus und erober die Herzen der Fans. Für diese Bezeichnung ist mal so ehrhaft. So, ich muss ja mal so gedrückt halten, weil irgendwie bei mir ist immer so die ganze Zeit nach oben schwankt. Ja, wir haben ja letztes Mal schon unsere Wagen lackiert und die Intro-Rennen gemacht. Lass es mal eine Karriere fortfahren. Ab nach Kalifornien. Bei Rennevents musst du versuchen, vor deinen Konkurrenten ins Ziel zu kommen. Du musst dein ganzes fahrerisches Können einsetzen, um dich durch das Feld zu arbeiten und den Sieg zu holen. Das habe ich mir gedacht. So. 3500 Menschen kennen uns schon. Wir haben auch bisher eine sehr riesengroße Auswahl an Fahrzeugen. Diese wird sich im weiteren Spielverlauf noch steigern. Hoffentlich. Meide die Felswände, Grasböschung und Gräben am Streckenrand, sonst riskierst du einen Überschlag. Harrison Carter ist der Star hier. Zeig ihm, dass du der Herausforderung gewachsen bist. Pontiac Firebird. Ford Mustang. Man sieht, ich bin immer wieder der beste Starter. Du bist einer der bekanntesten Racing-Clubs in den USA. Fahr in die Top 3, um auf dich aufmerksam zu machen. Genau, also in den Top 3 fahren. Wir sind momentan in den Top 4. Das reicht also noch nicht ganz. Aber jetzt bin ich Top 3. Will aber Erster werden. Also halt überholen wir noch diesen beliebigen Menschen. Schön innen vorbei. Das war knapp. Weil ich muss sagen, ich fahre schon mal gerne in die Anfangsstellen dieser Chikane. Also diese Anfangsdinger. Jetzt zeige ich einmal die Taste gedrückt. So, Eisendreck. Wäre schön zu sehen, wie sich die reichere Federung und das Distanzzimmer dazu neigt zu driften oder zu Powersliden. So, und das war's auch schon. Vielen Dank für dieses Let's Play und ja, das war's Grid 2 Let's Play. Wir haben das Rennen geschafft und auf Wiedersehen. Oder auch nicht. Yeah, 6000.
Okay, Straßenrüpel. Gut gemacht. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Mit deiner Leistung hast du einen weiteren Club auf dich aufmerksam gemacht. Die Transamerica Pacers. Du brauchst einen japanischen Wagen, um gegen sie anzutreten. Wähl einen von diesen beiden. Also gucken wir uns mal die beiden Wagen an. Dieser Wagen? Oder dieser Wagen. Einen von den beiden können wir uns auswählen. Dieser Wagen hat eine höhere Topspeed. Hat eine dezent schlechtere Beschleunigung. Die Leistung scheint ungefähr gleich zu sein. Und das Gewicht eigentlich auch. Also ich würde lieber die Fairlady nehmen als den Sylvia. Wo ich sagen muss, dass ich in der Regel eigentlich immer den Sylvia nehmen würde. Weil der in den meisten anderen Spielen eigentlich immer die bessere Wahl ist. Aber wenn wir jetzt hier sehen, bei dieser Höchstgeschwindigkeit, auch wenn wir uns mal an die Info zurückerinnern, die High-Speed-Fahrer aus Amerika, da wird wohl wahrscheinlich der Top-Speed wahrscheinlich eher mal eine Rolle spielen. Deswegen würden wir uns wahrscheinlich auch für die Fair Lady entscheiden werden. Ich wüsste zwar nicht, wer. Hier sehen wir es, wir können noch den anderen Wagen über eine Fahrzeug-Challenge gewinnen, dabei fahren wir mit einem Wagen, den wir gewinnen können, zum Beispiel gegen die Uhr, oder müssen eine bestimmte Anzahl an Wagen überholen, oder was auch immer. Gute Wahl. Du kannst jedes deiner Autos für eine Testfahrt auswählen. Auf diese Weise kannst du vor dem Wettbewerb die Limits des Autos austesten. Sponsoren bieten ebenfalls eine großartige Möglichkeit, deinen Namen bekannt zu machen. Jedes Mal, wenn du auf deinem Auto für einen Sponsor wirbst, gibt er dir ein Ziel vor. Erfülle es und schon erreichst du ein größeres Publikum. Hui! Hui! So, gewinne eine Fahrt. Wenn es in einem Rennevent für Harrison Carter, haben wir auch schon gerade gemacht, schaffen wir es nochmal. So, hier X-Track. KYB. Du, ne? Was kennen wir denn hier von? Ich kenne Spacks aus der Derby Challenge aus Sprint 1. Nehmen wir mal die hier. Wenn die überhaupt hingekriegt, also nur 4 passt ja. Was passt da hin? Pazifik Ball, Zeit von 2 Minuten. Wobei es da eigentlich gar nicht mal so cool aussieht. Oder? Ei passt eigentlich noch ein bisschen besser, oder? Ei, hei. Sponsoren bieten ebenfalls eine großartige Möglichkeit, deinen Namen bekannt zu machen. Jedes Mal, wenn du auf deinem Auto für einen Sponsor wirbst, gibt er dir ein Ziel vor. Erfülle es und schon erreichst du ein größeres Publikum. Weil sich für unsere Kackfirma auch schon so viele Menschen interessieren werden. Wir schon mal in unsere Fahrzeuge angucken. Wie gesagt, den Wagen haben wir schon von Anfang an. Den Wagen eigentlich auch schon, soweit ich weiß. Den Wagen haben wir jetzt gerade bekommen. So, denn Tier 2, halt Deutsch Challenger, die haben wir auch schon von Anfang an. Ist ja jetzt auch nochmal immer, Masika ist sowieso mal die größten Leichtgewichte, die wir finden können. Na? So. Dann in der Tier 3 sieht wir haben Super Touring und Super Modified Cars. Ich glaube, es sind Wagen, die in per DLC noch dazu kommen. Also auf jeden Fall die Super Mod-Files. Ich weiß nicht, welche von denen hier vielleicht noch dazu kommen. Ich glaube, von denen hier gar nicht mehr. Von denen auch nicht. Von denen hier die Super Mod-Files. Vielleicht auch die Supercars. So, hier haben wir schon Honda NSX. Halt nochmal ein GT
Also den Wagen habe ich jetzt halt durch das DLC noch bekommen, dieses Vorbesteller-DLC, wodurch man irgendwie auf DLC-Käufe da irgendwie 15% Rabatt kriegt oder so, keine Ahnung. Ja, sei mal den Karren und den hier, McLaren MP4 12C. Hey, ich hatte richtig gehört. Maschinenpistole 4. Wie brutal kann man nur sein in einem Rennspiel? Man hätte doch die Indycars. Jetzt halt durch das Indycar DLC. Mache gerade ein bisschen Fingerakrobatik, weiß nicht, ob man es hört. Also SD und SD halten und dabei Escape-Taste mit einer Hand zu drücken, hat schon ein bisschen was. Sind wir bereit? Sieh in deinen Rennkalender und versuch einen Sieg zu holen. Du hast jetzt mehrere Möglichkeiten. Entweder fährst du weiterhin gegen New Union oder du nimmst die Einladung von den Transamerica Pacers an. Oder, wenn du ein wenig üben möchtest, kannst du jederzeit eine Testfahrt in Indianapolis absolvieren. Ich habe dafür gesorgt, dass du den Indianapolis Motor Speedway als Teststrecke nutzen kannst. Du kannst deine Bestzeiten vergleichen, damit du weißt, wann du das Optimum aus einem Auto herausholst. So, wir haben ja hier schon alles zwar freigeschaltet. Wir können ja mal die Fair Lady ausfahren. Na? Mal gucken, was das Biest hergibt. Also so rein vom Fahrgefühl her geht die schon ein bisschen besser ab als der Mustang. Fährt sich eigentlich auch ein bisschen ruhiger. Oder auch nicht. Das war jetzt ein leichter Leck. Jetzt noch wirklich schön im Drift zu nehmen. Wenn man jetzt nicht gerade mit 20 km/h hat und hier reinfährt, passt das wahrscheinlich auch irgendwie. Nee, man sieht ja die falsche Taste. Jetzt ist er überhaupt nicht überheblich hier, ne? Greatest race course in the world. Ja, ist immerhin Wahl mit vier Ecken. Also, abgerundetes Rechteck, mehr oder weniger. Yeah, schöne Textur. Du hast jetzt mehrere Möglichkeiten. Entweder fährst bla, du bla, 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 bla. Von den Transamerica Pacers an. Oder, wenn du ein wenig üben möchtest, kannst du jederzeit eine Testfahrt in Indianapolis absolvieren. Wir sagen, wir fahren zuerst mal nach Chicago. Ja, wir werden
innerhalb des Spielverlaufes oder innerhalb der ersten paar Saisons immer und immer wieder auf den gleichen Strecken fahren. Das hätten wir eine sehr begrenzte Anzahl, also ich glaube, wie viele Strecken sind es jetzt? 20 oder so? Und das durch 3, da kommen 6,666666 Strecken raus. Sagen wir mal, es sind also rund 6 Strecken, die wir mal befahren können und damit eine ganze Saison zu füllen, also einerseits den ganzen Clubrennen und der WSR wird ein bisschen happig.